Ja, Leute, willkommen zurück. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Jetzt haben wir dann den SC Paderborn in der Liga und ja, müssen natürlich jetzt schauen, dass wir die Pleite aus der letzten Ligapartie wieder aufarbeiten. Im Pokal ist es eh gut gelaufen, da sind wir die Runde weiter. Aber jetzt müssen wir in der Liga gegen Paderborn auf jeden Fall liefern. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir heute das Ganze angehen, mit welcher Formation wir spielen, mit welcher Taktik wir spielen. Und ja, Luca Blockmann wird mal im Tor stehen, Lord auf der Bank. Dann ist die Frage, wen wir hier noch so mitnehmen. Im Endeffekt sehen wir, dass wir da einige müde sind. Ein paar Pavlenka, bis zu 2 Wochen noch. Das ist gar nicht so tragisch. Bittencourt 2 bis 4, okay. Auf jeden Fall, habe ich mir gedacht, ich möchte noch ein bisschen höher pressen. Ein bisschen höher stehen mit der Defensivkette. Der Tipp kam auch von euch. Weil dann können wir den Gegner auch ein bisschen besser weghalten vom eigenen Tor. Und mit Veljkovic haben wir da hinten einen mit Rückendeckung, der aufpasst. Denn wenn man so schaut, wir haben eigentlich viele Tore gerade eben durchs Abwehrzentrum kassiert, jetzt bei diesem 1:4. Und deswegen möchte ich das jetzt mal so versuchen. Ansonsten finde ich es eigentlich nach wie vor nicht schlecht. Einen Baum habt ihr vorgeschlagen oder jemand von euch als Box-to-Box-Spieler, damit wir da vorne noch zusätzlich wen drin haben. Und bei Batista Meier bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob man dem vielleicht noch irgendeine andere Rolle oder irgendwelche anderen Anweisungen geben. Das checken wir noch. Heute 13.30 Uhr, das heißt Jung, Duxch, ja, werden nicht so wirklich empfohlen. Agu kann spielen. Wird er, denke ich auch, den werden wir brauchen. Weil Jung halt einfach nicht fit ist. Ich meine, natürlich könnte ich Rapp in die Innenverteidigung tun. Würde theoretisch gehen und Marco Friedl nach vorschieben, aber ich finde Agu ehrlich gesagt besser, auch wenn es jetzt nicht sein starker Fuß ist auf der Seite. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter voran, schauen, wie wir jetzt klarkommen mit dieser Partie heute. Und wenn es an der Taktik irgendwie scheitert, ich meine, das erste Spiel hat super ausgesehen, das 1:4 ist halt echt blöd gelaufen und war auch in der Höhe viel zu hoch, aber wir werden jetzt einfach schauen, dass wir gemeinsam unsere Erkenntnisse daraus ziehen und ja, im Idealfall natürlich jetzt gleich mal die 3 Punkte gegen Paderborn einfahren. Wir sind natürlich Favorit, müssen die Partie eigentlich gewinnen. Die Frage ist, ob es uns gelingen wird. So, der weite Abschlag, Veljkovic ist da, passt auf. Wir sehen, dass Paderborn schon ziemlich am Drücker ist, deutlich mehr Ballbesitz und die ersten 3 Abschlüsse. Aber da fehlt vielleicht jetzt via Hamza, Milkovic, da fehlt es an Anspielstationen. Lukas May versucht auch wieder durchs Zentrum, also gerade auf die Seite zu passen, würde das Spiel um einiges leichter für uns machen. Batista Meier macht das endlich, weil die Außenverteidiger haben da richtig viel Platz. Jetzt Agu mit der Flanke, Füllkrug ist da an dem Pfosten, Riesenchance. Niklas Füllkrug mit dem guten Versuch. Der war nämlich echt nicht einfach, den aus der Position so gut aufs Tor zu bringen. Also so kann es gehen. Jetzt haben wir von den Chancen her ausgeglichen und auch vom Ballbesitz her sind wir jetzt überlegen. Das nach der Anfangsoffensive haben wir jetzt momentan die Partie in der Hand und eine riesige Doppelchance. Fagir und Füllkrug. Beide ganz nett. Hier in der Offensive. Weiser mit der Ecke, aus der nichts wird. Und Baum hat ihn zum Glück. Oder kam da gerade zu spät, weil genau in dem Moment, wo es weggeblendet wurde, hat er eine gelbe Karte kassiert. Ich nehme bei ihm jetzt mal das vorsichtig in den Zweikämpfen raus. Blockmann, sensationelle Parade, der war nämlich richtig gefährlich. Jemand von euch hat gemeint, ich soll die Saison einfach auf Blockmann setzen und versuchen, Pavlenka zu verkaufen. Würde ich fast schade finden, aber Blockmann wieder sensationell. Der ist halt ein richtig gutes Talent, was man so, den haben wir teilweise bei den FM 21 Safe Games immer wieder mal gesehen. Hat er sich super entwickelt auch. Veljkovic jetzt per Kopf, wieder kein schlechter Versuch. Also Paderborn jetzt hauptsächlich durch Standardsituationen gefährlich geworden. In den letzten 10, 20 Minuten. Auch hier wieder. Veljkovic klärt, Fagir kriegt ihn aber nicht. Das darf halt echt nicht passieren, wenn du 3 Innenverteidiger hast, dass der da so gut zum Kopfball kommt, meiner Meinung nach. So, Weiser auf Füllkrug. Füllkrug, ein Baum mit dem Versuch. Agu auf Fagir, wieder geblockt.
War schon abseits. Aber die Jungs spielen es nicht so schlecht. Gutes Tackling von Weiser. Lukas May, Batista Meyer, Fagir, Füllkrug. Ja. Ist aber jetzt nicht der stärkste Dribbler, der Niklas Füllkrug. Deswegen der überhastete Abschluss in der Situation. Jetzt haben wir schon 13 Abschlüsse, keinen einzigen aufs Tor gekriegt. Also geduldig spielen wäre vielleicht was von der Anweisung her. Ein Baum hat Platz. Der geht wieder drüber. 14:0 Abschlüsse. Fagir. Und Füllkrug wieder geblockt. Füllkrug mit dem Freistoß. Ein bisschen Pech haben wir halt schon auch. Also muss man durchaus sagen. Nächster Freistoß Füllkrug. Dieses Mal aufs Torwart-Eck. Auch der war gefährlich. Ich werde dann probieren, in der zweiten Halbzeit mit geduldiger Spielen mit der Anweisung zu arbeiten. Ich glaube, dass das ganz gut Sinn macht. Aber an und für sich, wir arbeiten uns viele Abschlüsse weiter so. Das ist mir ja doch recht wichtig. Jetzt probieren wir es. Flanken früh schlagen, rausnehmen, geduldig spielen rein. Eher ein bisschen mehr auf Kontrolle des Spiels zu setzen. Ich könnte einen Jungen bringen für Agu, der heute nicht wirklich gut war. Das könnte man auf jeden Fall mal machen. Und fürs Zentrum müssen wir überlegen. Niklas Schmidt eventuell für einen Baum. Schmidt ist halt nicht der Defensivstärkste. Hat auch nicht wirklich die Ausdauer oder Schnelligkeit. Das ist eher so ein bisschen ein statischer Spieler, habe ich das Gefühl. Gruev ist jetzt auch nicht der Schnellste. Gerade im Mittelfeldzentrum hätte ich irgendwie gern noch wen. Bei Bargfrede. So richtiger schöner Arbeiter vor der Abwehr oder Abräumer, der natürlich defensiv einiges an Stabilität bringen kann. So, Jung bleibt hängen, gibt den Einwurf. Batista Meyer verlängert, Friedl verlängert. Nicht ungefährlich. 18:7 Schüsse. Aber echt nur einer aufs Tor. Wobei die Abschlüsse echt nicht schlecht waren. Also zum Beispiel eben auch der Pfostentreffer. Füllkrug hat mir bisher ganz gut gefallen in der Partie. Boah, da steht Jung nicht gut, aber Blockmann ist sensationell drauf. Also da finde ich die Idee mit Pavlenka verkaufen jetzt vielleicht doch gar nicht so schlecht. Der Pokémon ist ja auch erst 21 oder so. Oder 22. Da kann man eben gerade durch die zweite Liga schon gut auf den setzen. Batista Meyer kämpft hier gut hinten mit. Aufpassen natürlich jetzt wieder auf die Ecke. Es wird wieder gefährlich. Die bringen wir gut weg. Leider wird das dem Konter nichts. Fagir ziemlich unsichtbar. Also auch da wäre dann schon langsam der Wechsel auf Azalea ein Thema. Ein Baum auf Füllkrug. Weiser. Vielleicht jetzt die Chance. Fagir kommt nicht dran. Leider einfach zu unpräzise diese Flanke. Miloš Veljković. Ein Baum gut rechts rausgelegt. Weiser. Wieder ein Baum. Ja, wo ist die Lücke? Friedl. Also das Flankenfrühschlagen werde ich, glaube ich, rausnehmen. Füllkrug per Kopf. So, aufpassen auf die Freistoßsituation von Paderborn. Wieder Blockmann. Der macht ein unfassbares Spiel. Wahnsinn. Gerade die Standardsituationen von Paderborn sind ordentlich gefährlich. Gut, wie Füllkrug den klärt. Hamza ist vorne. Aber aus dem Konter wird nichts. Jetzt Füllkrug in der Offensive. Zingerle auf der anderen Seite war auch gut drauf. Kann ihn gut abwehren. Das war endlich mal ein Torschuss, also ein Schuss aufs Tor. Jung mit der Ecke. Fagir kommt nicht ran. So, ein bisschen warte ich noch. Weil eigentlich bin ich hier spielerisch nicht unzufrieden. So, Mitchell Weiser, ein Baum, Füllkrug.
Und wir haben geduldig spielen drin. Er zieht halt einfach aus jeder Situation ab. Aber auch vergiert jetzt eine 7,0, also so schlecht ist er nicht unterwegs. Alternativen auf der Bank, ja, Asalewi auf jeden Fall ein Thema. Duxch ist mir zu müde. Ist noch nicht ganz fit. Füllkrug, das gibt's nicht, wieder nix. Schmidt auf der 10 statt Batista Meier wäre auch ein Thema, aber die Noten passen eigentlich. Es geht halt Friedel drüber. Es geht halt gerade darum, vielleicht noch diese letzten frischen Impulse da zu bringen und deswegen werde ich es probieren. Ich bringe den Asalewi für Fagir. Von der Rolle her finde ich Stoßstürmer bei ihm eigentlich ganz gut. Das ist, dieser Bug ist nervig. Jedes Mal, wenn man rausklickt, dass man ganz weg ist kurz. Und dann bringe ich den Niklas Schmidt auf die 10 für Batista Meier. Der auch ordentlich gespielt hat, jetzt nicht aufregend, aber ja. Vielleicht bringt das ein bisschen frische Impulse da vorne noch rein. Und ist auch gut, wenn man die gegnerische Defensive mit frischen Spielern gegen Ende ein bisschen beschäftigt. So, Weiser, die Flanke. Asale hat ihn, wieder Weiser. Hamza. Na, schwierig hier, die Anspielstationen. Also die sind schon sehr kompakt. Die können auch mit dem X ganz gut leben hier, glaube ich. Weiser auf Füllkrug. Und der ist drin und der zählt. Wir gehen tatsächlich noch 1-0 in Führung. Ich hätte schon fast nicht mehr gedacht. 73. Minute. Niklas Füllkrug mit seinem 37. Versuch, der endlich ins Tor geht. Zum Glück. Wir sehen hier nochmal Weiser mit dem Pass, mit dem Chip eigentlich in den Lauf. Der nimmt ihn einmal mit und er ist schon hart geschossen, aber er geht halt komplett auf den Körper des Keepers Zingerle und dementsprechend sieht er da auf jeden Fall nicht ganz so gut aus. So, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir die Kontrolle behalten. Asale, spitzer Winkel. Boah. Der ist da plötzlich am Torwart vorbei gewesen. Damit hat auch keiner gerechnet. Starke Aktion von ihm. So, jetzt sind wir schon in der 85. Ich werde jetzt einstellen, dass wir eben schneller zurückarbeiten und auch das Zeitspiel anmachen. So, jetzt haben wir die 90. Jetzt kommt noch der erfahrene Philipp Bargfrede rein. Ich nehme den Füllkrug raus. Bargfrede auf die 6 als Abräumer. Und schaut sonst aus, Weiser ist müde, da können wir Straudi bringen. Einfach damit der fit ist. Die letzten Minuten laufen, also Nachspielzeit. Blockmann etwas überhastet, den kann man ruhiger spielen. Friedel verlängert gut zurück auf Blockmann. Ich hoffe, dass sich der jetzt mal ein bisschen Zeit lässt. Auch nicht so wirklich. Naja, es geht. Abschlag landet wieder beim Gegner. Schmidt hat ihn, verliert ihn aber wieder an Collins. Schallenberg? Ja, Alter. Hat mich jetzt irrsinnig geärgert, wenn es da eigentlich 4 Leute im Zentrum hast und dann 3 Innenverteidiger und trotzdem kommt er so frei zum Abschluss vorm 16er. Das Zentrum sollte dann eigentlich dicht sein bei der Taktik. Hartmann, boah, gerade noch die Reingabe geblockt. Stiepermann, Mai klärt, pfeift doch ab, 95. Läuft schon. Straudi kann die Flanke verhindern. Es gibt nochmal die Ecke. Die lässt er auch noch laufen. Was ist denn da los? Die klärt Lukas Mai. Der lässt noch immer weiterlaufen. Jung klärt. Endlich. Was ist mit dem verkehrt? Wir gewinnen gegen Paderborn. Im Endeffekt was verdient. Wenn auch dann ein bisschen glücklich gegen Ende. Aber ich bin trotzdem nicht unzufrieden. Das ist eben auch ganz wichtig, gerade wenn man so eine komplett neue Taktik probiert, dass man jetzt halt einfach die richtigen Erkenntnisse zieht. Für mich jetzt würde ich mal sagen, ist es so, dass man das frühe Flanken raus tun sollte, damit man nicht ganz so hastig spielt. Ob man jetzt wirklich geduldig spielen braucht oder eher versucht öfter abzuziehen, da würde ich mal ein bisschen abwarten. Leipzig hat Ferro verpflichtet. Das war das, was ich schon befürchtet habe. Das ist ziemlich bitter. Er ist unglücklich mit der Leihe. Ja, ich kann nicht noch einen Torhüter brauchen, sorry. Wir können nur schauen, dass der vielleicht öfter spielt. Okay,
Der Trainer zeigt sich nicht einsichtig. Füllkrug, den werden wir mal loben. Weiter so, einfach damit sein Selbstvertrauen halt oben ist. So, Ferro, ja, da konnten wir leider nicht mithalten. Richtig schade, dass wir den nicht gekriegt haben. Das tut schon weh. Das tut wirklich weh. Aber gut. Müssen wir halt schauen, was tut sich jetzt noch transfermäßig eigentlich derweil nix. Ich muss gerade überlegen, wer ist denn jetzt eigentlich alles neu gekommen vor der Saison? Oh, schon ziemlich viele neue. Der Dux ist auch neu gekommen. Wen haben die alles verkauft in dem Jahr? Wahnsinn. 25 Millionen plus quasi und trotzdem ist es finanziell so schwierig hier. Naja, wegen Pavlenka. Bist du 2 Wochen verletzt noch? Das heißt, es könnte sich vielleicht sogar ausgehen, dass der fit ist und nicht mehr verletzt, wenn ich ihn anbiete. Ich werde es jetzt mal probieren, ihn anzubieten, ohne ihn auf die Transferliste auf nicht benötigt zu setzen für 1 Million. Weil ich einfach mal probieren möchte, ob da überhaupt was kommt. Kann gerade auch durch die Verletzung sein, dass nichts kommt, aber es kommen Angebote. Alle für 1 Million. Jeweils im Osten, Russland und Ukraine. Das wäre nicht so schlecht, weil ganz ehrlich, Blockmann war sensationell und der hat so viel Potenzial. Sollte man nutzen. Oh, shit, ich wollte eigentlich gar nicht in das Meeting rein. Batista Meier soll trainieren, weil er guter Freistoßschütze ist, das passt. Soll als Schütze eingetragen werden. Nicht länger Schwäche in seinem Spiel sehe ich nicht so. Von mir aus. Ein Baum könnte demnächst nach einem besseren Vertrag fragen. Ja, das glaube ich. Denen könnte man einen Profivertrag anbieten, das glaube ich. Veljkovic, ja, der wird wahrscheinlich nach einem neuen Vertrag fragen. Gruev zur Leihe. Backhaus, nächstes tolles Tor-Talent. Nur Gruev. Naja, ich meine, eventuell könnte man schon versuchen, ihn zu verleihen. Aber wir suchen ja eventuell noch jemanden auf der Position. Können wir machen von mir aus. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger wegen dem Toprak-Abgang. Und dann ist die Frage, was wir sonst noch so machen können. Ich soll Blockmann zur zweiten Mannschaft verschieben. Das ist auch sehr, sehr schräg. So, ich beende das Meeting jetzt. Vielen Dank dafür. Also, Batista Meier soll mal als Freistoßschützen eintragen. Das passt auf jeden Fall. Ist natürlich gut. Den ziehen wir auch gleich ganz rauf. Wobei, da wird getauscht. Das finde ich auch nicht gut. Ich wollte eigentlich so nach und nach verschieben, aber ich lasse das jetzt. Gut, Jo, das heißt, wir brauchen noch einen Innenverteidiger, wir brauchen eventuell noch eine Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld. Ich gehe jetzt nur mal eins noch weiter vor, falls jetzt noch Angebote für die Laien kommen. Schaut aber nicht so aus, okay. Dann Innenverteidiger und Linksverteidiger. Gehaltsbudget ist jetzt ordentlich frei, das ist durch den Toprak-Transfer natürlich super. Na, eigentlich könnte man schon durchaus auch schauen wegen einer Laie eines Innenverteidigers, bin ich nicht abgeneigt. Was wir schauen sollten, ist das Gehalt, weil das werden ja größtenteils dann wir übernehmen. Das heißt, dass das jetzt nicht zu hoch ist, wenn man da einen Spieler leihen, 500.000 mal maximal. Okay, dann hätten wir zum Beispiel Peer Schurz. Der wäre unfassbar spannend, ist auf der Leihliste. Die Frage ist, was wollen die noch? Ich glaube, die wollen 59.000. Das heißt, so um die 600.000 im Jahr für seine Leihe. Da muss man ganz ehrlich sagen, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Das ist ein Top-FM-Talent, das man wahrscheinlich nicht verkaufen können wird. Nicht kaufen können wird als Bremen, aber den für ein Jahr zu leihen, das wäre sensationell. Weil man muss jetzt nicht unbedingt krampfhaft Spieler zusammen kaufen. Die Laien können schon ganz gut auch helfen. Dann schauen wir noch im zentralen Mittelfeld, was es da noch so gäbe. Da ist jetzt nicht so super spannend. Ahamada.
Müsste man scouten. Quinton Timber. Müsste man auch scouten, der wäre relativ günstig. Auch ein Niederländer. Ja, schauen wir mal. Eventuell würde ich da vielleicht noch auf der Transferliste schauen. So, Angebot akzeptiert. Das heißt, seine Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet. Dann schaue ich jetzt aber trotzdem auf der Transferliste, was das zentrale Mittelfeld angeht. Weil da sind wir gerade in der Breite noch zu schlecht besetzt. Und da sehen wir Benassi. Ja, der Rade Krunic ist super spannend. Aber das Problem ist, den kriegst du halt nicht. Ich meine, wie soll man uns das Gehalt leisten können? Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass die vielleicht einen Gehaltsbeitrag zahlen. Aber den schauen wir uns auf jeden Fall an, sobald das Geld da ist von Pavlenka. Daniele Baselli, da ist gerade jemand dran. Das ist auch super spannend, aber auch ein Gehalt von 2,6 Millionen. Schauen wir mal, bis Pavlenka geht. Tut mir ja schon weh, einen Pavlenka gehen zu lassen. Aber macht, glaube ich, schon Sinn in der aktuellen Situation. Gerade finanziell, Vertrag wird er nicht verlängern. Das ist bei Veljkovic ja wahrscheinlich auch ein Problem. So, wen haben wir da? Also, Ryan Thomas ist geliehen momentan, deswegen uninteressant. Erik Peters ist mir zu alt mit 33. Serginho, was ist denn das? Woher kenne ich denn den? Den kenne ich nicht, okay. Brauchen wir in der Formation nicht. Dann, den haben wir schon gesehen, viel zu teuer. Kasami, sehr erfahrener Mann, Schweizer, relativ günstig. Offensiv wie defensiv stark. Und dürfte auch leistbar sein. Den werden wir mal voll scouten und auf die Auswahlliste tun. Den streichen wir. 45 Sekunden hat Sané gebraucht für seinen ersten Treffer oder für seinen Treffer gegen Dortmund im Supercup. Ein neuer Rekord. So, Bambu, Nizza. Spannender Innenverteidiger. Den tun wir auch gleich auf die Auswahlliste. Wobei sie den wahrscheinlich auch nicht verkaufen wollen. Aber der könnte auch sehr spannend sein, denn das wäre dann halt ein Kauf und keine Leihe. Eventuell. Leihe von Schuss verschieben, müssen wir schauen. Gruev, boah. Die wollen nicht viel Gehalt übernehmen. Ah, das wird schwierig, ich sag's euch. Können dann schauen, ob Bremen vielleicht noch irgendwelche Partnervereine hat. Leih von Schurs oder 600.000 Transferbudget braucht man. Ich würde jetzt mal verschieben, weil ich mir diesen Spieler, ich habe jetzt den Namen vergessen, von Nizza, Robson Bambu, gerne anschauen würde. Den scout mal gleich als erstes. Jung verletzt, 4 bis 7 Tage. Natürlich mal bitter. Weil gerade links hinten möchte ich jetzt eigentlich schon auf jemanden setzen, der auch Linksfuß ist. So, wen machen wir für die U19 verfügbar? Niemanden. Gut. Unser Assistenztrainer sagt gerade im Interview, dass wir Pavlenka brauchen und sobald er fit ist, spielt er. Naja. Brauchen würden wir ihn schon. Bargfrede trainiert nicht gut, den müssen wir schon kritisieren. Friedl trainiert gut. Durchschnittsnote 7,39. Das ist, glaube ich, okay. Baum und Lord trainieren gut. Da muss ich jetzt noch kurz schauen, weil den Zetterer, den können wir dann eigentlich als dritten Keeper behalten. Dann würde ich den jetzt nämlich nicht nicht auf die Transferliste tun. Weil dann, wenn Blockmann D1 ist, Lord D2, dann haben wir den Zetterer auch noch. Vielleicht können wir noch Zetterer und Lord tauschen, dann können wir den Lord verfügbar machen für die U19. Da haben wir aber dieses Talent hier auch noch. Den Backhaus. So, Jung und Agu können eigentlich beide ohne Bedenken spielen. So, die tauschen wir. Und
Wer ist eigentlich an Veljkovic interessiert? Gladbach und Wolfsburg. Es ist halt schon krass. Verlängern wird der nicht wollen. Doch. Wow. Okay. Wie viel will er? Davor habe ich jetzt Angst. 1,2. Was verdient er jetzt? 900.000. Ausstiegsklausel will er auch haben. Eine relativ niedrige. Ich versuche die mal zu streichen. Und gehe hier auf 1 Million runter. Aber Gehaltserhöhung bei Aufstieg. Ja, 40%. Dann hätte er 1,4 Millionen. 1,36. Probieren wir es so, 1,26 jährliche Gehaltssteigerung. Boah, das wäre ein super neuer Deal für Veljkovic, den könnten wir uns echt leisten, nämlich. Schaut es mit Friedl aus, läuft auch da der Vertrag aus? Nein, der läuft noch. Und Agu? 24, gut so. So, Veljkovic, Verlängerung wäre ja der Hammer. Gut, dann legen wir eigentlich mit genau der gleichen Startaufstellung los. Und versuchen jetzt gegen den KSC auswärts das nächste Erfolgserlebnis einzufahren. Auswärtssektor links hinten ist voll. Gegner spielt in einem 4-1-4-1-System. Unangenehmes System auf jeden Fall, weil es sehr, sehr kompakt ist. Aber wir werden mal schauen, wie wir uns da präsentieren. Mitchell Weiser. Der gefällt mir auch echt gut, muss ich sagen. Der passt auch richtig gut rein in das ganze System hier. Ich finde es gut, dass wir das Flanken-Frühschlagen rausgenommen haben, weil so hat man schon das Gefühl, dass man längere Ballbesitzphasen auf jeden Fall hat. Und ja, ich glaube, wir können uns das leisten, dass wir ein bisschen auf Kontrolle gehen in der zweiten Bundesliga und nicht nur den Ball nach vorne schlagen. Der Pass in die Tiefe ist gut gespielt. Blockmann mit der guten Parade. Der war nämlich auch richtig gut abgeschlossen. Und Batista Meier klärt auf der Linie. Richtig gefährliche Phase gerade von Karlsruhe. Zum Glück jetzt das Abseits. Das hätte schon ins Auge gehen können. Blockmann mit dem Abschlag, ein Baum, Füllkrug, Batista Meier, Fagir. Schade, aber wir bleiben im Ballbesitz. Dann Felix Agu. Friedl mit der Flanke, die ist gut, Füllkrug. Ja, bringt nicht genug Druck hinter den Ball, kein Problem für den Österreicher im Tor. Markus Kuster, der die Sache da gut macht. Also sie versuchen es immer wieder auch mit frühen Flanken, so wie wir es sonst immer probiert haben. Fagir ist durch und er macht's. Ich hoffe, es zählt. Schiedsrichter checkt es jetzt gerade nochmal wegen Abseits. Jetzt habe ich echt Bedenken. Er gibt das Tor. Es ist so schön, kam auch ein Kommentar von euch, der ganz überrascht geklungen hat, warum da tatsächlich ein Tor gegeben wird. Normalerweise im FM21 war es echt so, dass jedes Tor aberkannt wurde, das gecheckt wurde. Aber es ist jetzt endlich so, dass es richtig spannend auch ist. Wir sehen uns nochmal eine knappe Abseitsstellung an, aber der ist super gestartet. Auch toller Assist von Füllkrug. Und Fagir mit seinem ersten Treffer für unser Team. Weiser mit der Flanke, die ist nicht gut. Wir bleiben im Ballbesitz. Batista Meier mit der Flanke, die ist gut. Wieder ein Füllkrug, der leider nicht genug Druck hinter den Ball bekommt, an und für sich. Ganz gut gemacht von ihm. Hamza, Fagir, Füllkrug, gut links rausgespielt, Agu, Füllkrug, 2-0, 26. Wahnsinn, schön gemacht. Genauso will ich sehen. Da hast den offensiven Außenverteidiger, der halt wirklich einen linken Flügelspieler da gibt. Füllkrug mit dem tollen Pass raus, der hat ihn sich quasi selbst dann vorgelegt. Und dann der Antritt, wo die ganzen Innenverteidiger geschlafen haben hier. Und damit das beruhigendere
2-Tore-Führung. Hamza, Flanke ist gut. Füllkrug schaut für mich wieder so ein bisschen abseits verdächtig aus. Schiedsrichter checkt's auch. Ist es das 3-0 oder nicht? Hier sehen wir die Situation nochmal. Batista Meier, der ablegt auf Hamza. Und der dann mit der frühen Flanke. Und Kusta, der so ein bisschen herumirrt. Und ich glaube, es zählt. Also Tor gegeben. Ja, klar. Also Tor wird zwar gecheckt, aber wir gehen tatsächlich 3-0 in Führung. Unglaublich. Damit sind wir nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze. Obwohl wir diese eine Partie vergeigt haben, sind wir schon wieder voll dran. Gefällt mir. Führung. Schon interessant. Ballbesitz immer leicht unterlegen. Beide mit 8 Schüssen, aber wir haben halt echt 7 aufs Tor bekommen. Unglaublich. Momentan gibt es da, denke ich, keinen Grund, irgendwas zu ändern. Wobei ich später gerne noch den Jung bringen würde, links hinten. Nachdem der Mitchell Weiser heute nicht gut ist, könnte man theoretisch den Agu auf seine starke Seite, also rechts hinten, schieben. Aber das können wir uns dann überlegen. Haben wir ja noch Zeit. Stress haben wir jetzt definitiv keinen. Was macht Lukas Meider? Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wie Lukas Meier nicht beim Malaga safe gehabt? Ich glaube. Boah. Ja, gute frühe Flanke. Blockmann ohne Probleme. Wieder richtig stark. Körpersprache ist sensationell. Agu, Baum und Weiser werden gerade müde. So, wir werden jetzt die ersten Wechsel bringen. Ich persönlich würde auch sagen, dass wir jetzt ein bisschen konservativer angehen, ein bisschen weiter hinten attackieren und eventuell dann auch nach Ballverlust gleich schnell zurückarbeiten. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Da bringe ich lieber den Straudi rein. Und ein Bomb ist ja müde. Ich würde, ja, Batista Meier ist recht fit. Sonst bringe ich mal den Azaleh für Fagir. Den müssen wir auch ein bisschen bei Laune halten. Ah, Fagir auf jeden Fall mit einer starken Vorstellung heute. Bullkrug schon wieder per Kopf. Die wirken echt ein bisschen überfordert mit der Lufthoheit, wie man so schön sagt, von Niklas Füllkrug. Na, ja, wieder nicht ungefährlich, Blockmann, aber ohne Probleme, der macht schon wieder ein richtig gutes Spiel. So, Pass in die Tiefe, das machen sie ganz gut, deswegen war es, glaube ich, klug, ein bisschen weit defensiver zu stehen. Oh, der ist gut gespielt. Da ist es 1-3. Sehr schade. Also wir sehen, dass wir mit Mai nicht so wirklich in den Strafraum, in den Zweikampf kommen. Und dann sehen wir, dass dieser Bereich hier halt schon sehr unterbesetzt ist. Da muss eigentlich ein Bomb stehen und da haben sie. Aber ein Bomb orientiert sich Richtung Ball. Wenn da Batista Meier ist, haben wir eigentlich kein Problem. Stattdessen haben wir hier die Unterzahlsituation in diesem kritischen Bereich vor unserem 16er. Und genau da haben sie dann zugeschlagen. So, Füllkrug ist jetzt auch ordentlich müde. 75. Ich will jetzt echt nicht, dass es hier spannend wird, Leute. So, wir bringen den Duxch jetzt rein für Füllkrug. Schaut es aus von den Stärken her. Aggressivität ist okay. Das heißt, er könnte durchaus auch pressender Stürmer spielen, Marvin Duxch. So, und dann würde ich sagen, müssen wir jetzt hier schauen, weil hier kommen jetzt werden die Jungs schon müde. Anthony Jung können wir bringen. Jetzt hätten wir eigentlich noch einen Wechsel. Ein Baum ist halt richtig müde. Deswegen würde ich sagen, lass mal nicht mehr Box-to-Box spielen, weil das ist noch mehr Laufarbeit. Gehen wir auf Ball erobern und verteidigen. Ist jetzt auch nicht wenig, aber zumindest ein bisschen besser.
So, Jungs, was ist los? Ich lobe sie mal, damit wir die Körpersprache raufkriegen. Ich muss jetzt einen Baum auswechseln, der ist echt komplett K.O. Bring mal Bargfrede. Das geht immer. Ein guter Pass von Bargfrede, da ist Straudi umgeben von zwei Leuten. Also den in der Situation anzupassen, Straudi mache ich da keinen Vorwurf. Den Ball darf Bargfrede nie spielen, richtig gefährliche Standardsituation. Also jetzt wird es auf jeden Fall spannender, als mir lieb ist. Aber bisher ist die Qualität der Abschlüsse vom KSC auf jeden Fall deutlich zu schlecht. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen, also ich glaube zwei Tore werden die nicht mehr machen. Baut man auf Duksch. Jetzt stehen sie auch recht hoch. Also Velkovic ist aber auch nicht so richtig der Abwehrchef, wie ich ihn mir eigentlich wünschen würde. Aber die Vertragsverlängerung wäre trotzdem wichtig. Weil er halt auch in einem so guten Alter ist und da wirklich was wert ist, dann wenn du verlängerst und mit dem aufsteigst. Ja, wieder ein gutes Passspiel. Ich meine, Jung hatte da auch kaum Optionen, muss man sagen, aber das ist halt schon bitter. So, wir gewinnen also mit 3:1 gegen den KSC auswärts. Ich bin super zufrieden. Hervorragender Sieg und damit sieht es in der Tabelle auch recht gut aus. Wir sind auf Platz 4. Sind jetzt doch 4 Punkte hinter Schalke, weil die dann anscheinend doch noch gewonnen haben in der 92. Aber es läuft nicht so schlecht. Also ich bin halbwegs zufrieden, ich hoffe ja auch. Im nächsten Part haben wir das Duell mit Hansa Rostock und ich glaube auch den Transferschluss. Also das könnte durchaus sehr spannend werden. Ich freue mich drauf, ich hoffe ja auch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.